Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Ihr seht schon, wir stehen mit unserer Rakete hier auf der Startbahn und sind ready for launch. Wir stellen auch hier gerade alles ein, dass dementsprechend alles bereit ist. Aline Kerman, unser Pilot, ist auch ready für diese Mission. Wir schauen nochmal alle Daten durch. Essen und alles rechts für Ewigkeiten. Sauerstoff ist auch genug da. Also würde ich sagen, 3, 2, 1, Liftoff. Das war wieder eine eher der Standardraketen, fällt mir gerade so auf. Wieder relativ heutzutage standardmäßig, nennen wir das mal. Ich habe außerdem unseren Parallax Grafikmod deinstalliert, weil der irgendwie auf einmal rumgebackt hat und Steine auf einmal in der Luft geschwebt haben und alles. Ich habe uns jetzt einen anderen installiert. Ich schaue mal gerade, ob ich einen. Wir haben Astronomers Visual Pack 4K aktuell installiert. Ich habe jetzt noch keine großen Fehler damit gefunden. Es scheint auch ein bisschen auf dem Boden vom Mann ein bisschen stabiler zu sein. Aber da werden wir ja dann auch in der nächsten Zeit sehen, was passiert. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir in den Orbit kommen. Diesmal machen wir das per Hand auch. Im Gegensatz zu sonst. Wir sind jetzt durch die Atmosphäre durch. Wir begeben uns mal in den normalen Drehorbit. Mit der geht es jetzt ein bisschen langsamer voran. Es geht ihr Schub hoch. So. Schauen wir, dass das alles so gut funktioniert, wie wir es brauchen. Voll auf Seitwärtsschub jetzt. Wir müssen die zweite Stage das komplette Ding hier hinkriegen. Die komplette Transcend zur neuen Station, zur Baustation. Damit dann von dort aus gearbeitet werden kann. Das wäre natürlich praktisch, wenn das alles nach Plan läuft am Ende, ne? Was ist jetzt los? Alles gut, Rakete. Meine Rakete fliegt gerade ein bisschen aus. Wie meine Vögel im Hintergrund wieder. Die mögen das nicht unbedingt, wenn ich abends noch ein bisschen aufnehme. Jetzt habe ich gedacht, mache ich wenigstens noch eine Folge. So. Okay, wir sind auf relativ guter Höhe mittlerweile. 600 PS haben wir noch drin. Und ihr seht schon, wir sehen jetzt hier auch wieder ganz viel Schleierwolken und alles. Ich finde, der Mod schaut auch mega geil aus. Und macht was, macht es wirklich schick, das Game. Ich bin so froh, dass wir die Fairings jettison. Ach nee, der ist für dauerhafter sogar schon drin. Oh. Hat da jemand mal wieder nicht aufgepasst beim Bau? Ja, hat er. Hupsi. Was auch wichtig zu wissen ist, wenn wir mit der Stage nicht ankommen, sind die da? Marsch. Weil wir müssen die dann mit einer Mondrakete aus dem Orbit wieder zurückkriegen. Wenn wir überhaupt in den Orbit sind, ansonsten verbrennen sie in der Atmosphäre. Was natürlich auch dezent uncool ist. Aber eigentlich sollte der Treibstoff vollkommen reichen. Versteht auch nicht, wieso jetzt hier zum Beispiel kein Fuel angezeigt wird. Kein Fuel, ja. Der mag das nicht, wenn es in derselben Stage ist irgendwie. Komisch. So, wir werden jetzt die Booster wieder aktivieren. Ausrichten und dann auf Vollschub gehen. So, wie wir das brauchen. Und Vollschub. Sollen wir mit der Stage alles rausbauen, was wir haben? Schauen, dass wir den Orbit so gut wie möglich unter Kontrolle haben. Die
auf Position bitte. Hier ist leider keine Infos gerade über Delta V aus irgendeinem Grund, was ich mega beschissen finde. Weil wir müssen die Tanks überwachen. Was ja auch nie so eine coole Arbeit ist. Aber aktuell schaut es eigentlich ganz okay aus. Wie viele Schübe haben wir denn noch? 25. So, wir sind mit dem Teil hier. Wo ist denn das andere Teil aktuell? Hier vorne. Wir müssen das mal hier erstmal als Ziel setzen. Manöver hinzufügen. Wir sind jetzt hier, bedeutet, wir sind langsamer. Wenn wir jetzt den Orbit noch ein bisschen erhöhen, sollten wir das vielleicht ein bisschen stagen können. Ist halt beschissen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir wann wir haben, ne? Und eigentlich ist das auch nicht gedacht. Wo ist meine Rakete? Da. Also ich kann wenigstens gut mit Treibstoff umgehen. Das ist vorteilhaft. Ich krieg halt auch keine Informationen jetzt mehr darüber. Warum eigentlich? Warum krieg ich keine Infos darüber? Das wäre jetzt super wichtig zu wissen. Warum? Warum? Muss ich jetzt vielleicht hier, eine Kreuzleitung deaktivieren? Ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt hier halt überhaupt nicht. Wir werden mal hier in den Vorschraum gehen. Hier vorspulen direkt. 2 Minuten in die Zukunft. Ich würde sagen einfach, das ist so ein 10-Sekunden-Burn. Machen wir 15 Sekunden Start langsam. Ach, schau dir mal an, wie cool das ausschaut. Also ich finde, es schaut jetzt schon sehr interessant cool aus. Mit dem neuen Grafikmod. Hat schon wieder mal eine schöne Abwechslung. Von wenn da so Wolken auf einmal hängen. So, okay, wir werden jetzt hochfahren mit dem Schub. Der macht vor allem nichts, ne? Das ist, Alter, ganz weird. Ganz, ganz weird ist das jetzt. Vorsichtig, vorsichtig. Und ade. So. Und dann ein Manöver hier. Werden wir mal schauen, wie sehr sich der Orbit anpasst. Ja, next Orbit. Next Orbit, next Orbit. Previous Orbit. Und dann versuchen wir jetzt mal wieder. Mach das mal aus hier. Kann ich das wieder deaktivieren, bitte? Dankeschön. Ich kann doch bestimmt irgendwie. Den Punkt of Interest treffen. Aha, schauen. Ich kann noch nicht so tief runtergehen, weil die ist ja relativ knapp über dem Orbit. Die Station. Nee, das geht nicht. In die andere Richtung. Oha, was ist los? Dass denn der Orbit so oval. Wie scheint, oder? Können wir das vielleicht. Ja.
So kann er natürlich den relativ nahe kommen. Aber allein das, was es braucht an dem S, ist halt beschissen. Kann ich hier einen Reset machen? Nee, kann ich nicht. Das schaut besser aus. Kann ich das mal offen lassen und gucken, wie nah ich dran komme? Das schaut irgendwie sehr, sehr nah aus schon. Aber ich hätte es gerne näher. 10 Kilometer ist für mich noch. Huch, hätte es so gesprungen irgendwie. Da muss noch was machbar sein. Einfach immer schauen, was passiert, was er genau sagt. Und kann man den genauen Brennpunkt rausfinden. So. Das schaut doch gut aus. In 2 Stunden starten wir schon den Schub? Was? Echt? 2 Stunden? Fast schon unglaubwürdig. Auf Manöverpunkt einstellen. Das könnte natürlich uncool werden. Aber wir werden schauen, wie nah wir rankommen. Dann werden wir schauen, dass wir auf derselben Station bleiben, in die Sonne gehen und die ganzen Vorbereitungen treffen. Energie hält für 3 Stunden. Habe ich über keine Stromversorgung nachgedacht. Das könnte grässlich werden, du. 3 Stunden. Ich glaube, die Schübe geben noch ein bisschen Strom ab. Das sollte wenigstens klappen. Vorbereitet ist das ganze Ding mit Shielding und allem. Bedeutet, danach müssen wir eigentlich nur noch wirklich stark fürs erste Mal die Truppe drauf transportieren. Und dann noch ein Nahrungsversorgungssystem. Dann ist das Ding ready. Ready to be working. Ah genau, und der Kopf fehlt natürlich noch. Ist das jetzt dann schon in 2 Stunden? Ne, das sind 42 Minuten. Ich werde jetzt einmal kurz ins Weltraumzentrum, um zu gucken, ob ich diesen Bug beheben kann. Das wäre jetzt richtig schick. Wenn wir den Bug irgendwie rauskriegen und danach Orbit connecten, dann die Versorgungsmodul würde ich selber machen. Weil das kennt ihr ja zu gut, das ist dasselbe, was wir auch an der Man Station verwenden. Das tun wir dann einfach hier verwenden, weil warum nicht? Und dann müssen wir noch die Menschen draufbringen. Vielleicht können wir da es irgendwie so machen, dass wir das Modul an einer Seite anhängen, wo dann sozusagen die Baukonstruktion rausgeht. Was ist denn hier? Die sitzen aber komisch. Also ein bisschen komisch ist, ich glaube, ich habe irgendwas bisschen verbuggt aktuell. Ich bin mir natürlich nicht sicher, aber es kann natürlich sein. Also diese ganzen Teile sind immer da. Also irgendwas passt hier nicht so ganz, aber egal. Wir gehen wieder zurück rein. Oh, okay. Mein Spiel hat gerade beschlossen, ich muss eine Pause machen. Und einmal neu starten. Ihr seht schon, ich kann hier wieder Sachen nichts anklicken. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt den Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.